guten Abend. Wir werden heute einfach wieder Jack the Lions 3 etwas weiterspielen. Denn jetzt läuft es ja und macht durchaus auch Spaß. Nachdem ich endlich herausgefunden habe, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ja, ich muss irgendwie dringend die Fertigkeiten erhöhen im Bereich Leadership. Und die zum Beispiel können hier gar nichts machen, denn ich brauche so lange mit der Ausbildung hier, das ergibt kaum Sinn. Frage ist, ob ich mich jetzt hier durchkämpfen soll oder ob ich direkt nach Süden gehe. Generell sind diese Dinger, glaube ich, wichtig. Wenn ich es richtig verstehe, die senden Angriffstrupps aus. Das heißt, den hier zu nehmen, würde zum Beispiel Sinn ergeben, damit von dort keine feindlichen Leute mehr kommen können. Wie groß ist eigentlich die Karte? Hier geht es auch noch weiter. Okay, habe ich noch ein Stückchen vor mir. Okay, sollten wir erstmal überprüfen, wie der Stand der Ausrüstung ist. Nicht, dass ich wieder mit unzureichend fertiger Ausrüstung ins Gefecht gehe. Munition, ich könnte ich herstellen. Irgendjemand hat gesagt, dass man die zerlegen kann. Ich weiß nur nicht mehr genau, womit. Ah, okay. Harry hat die hier, auch gut. Munition sieht soweit in Ordnung aus. Hier habe ich noch keinen Schalldämpfer drauf. Frage ist auch, was ich mit dem Ding hier mache. Ob ich das nicht generell zum Einsatz bringen sollte. Eigentlich ist Verschwendung, es nicht zu benutzen. Es ist einschüssig, sehe ich gerade erst. Okay. Naja, gut, bei dem Schaden eigentlich kein Wunder, dass sie das ein bisschen nerven müssen. Ich denke, es passt so mehr oder weniger. Der hat einen Dämpfer da drauf. Der hat keinen. Der hat überhaupt keine schallgedämpfte Waffe. Okay. Vielleicht überlegenswert, das Ding auch noch zu modifizieren. 35 Teile nur. Anfangen zu verschrotten, das Ding hier zum Beispiel, wobei das Zielfernrohr schon ziemlich gut ist. Ehrlicherweise kann man sie ja nicht abmontieren. Noch eins. Einmal 8, 24. Schlechter. Warum sollte ich das nehmen, solange ich genug Munition für das habe? 7,62 Warschauer Pakt. Wie viel haben wir? Oh, nicht gerade viele. Nehmen wir es vielleicht doch mal. Q war der hier. Laden.
kommunizieren. Mittlere Crit-Bonus. Klingt doch gut. Halt einfach. Nehmen wir den. Es klappt, was es hat. Wunderbar. Okay. Dann danke ich. Schönen guten Abend an alle. Dann danke ich Kalle von Dorf fürs Prime Sub und Jet Runner ebenfalls. Dankeschön fürs Prime Sub. Ich glaube, ich bin hier so mehr oder weniger vorbereitet. Und ich glaube, ich gehe nach Kakao. Scheint mir sinnvoll zu sein, was mich hiermit aufzuhalten. Ja. Okay, der will mich hier durch die Ortschaft checken. Was an sich nicht schaden würde. Und hier haben wir auch die anderen Milizen. Ah, okay. Dann machen wir das so. Ist pausiert. Sich vereint. Die Ausbildung ist abgeschlossen. Naja, gut. Vielleicht. Ja. Come with me, everyone! Yes. Was jetzt? Zum Teufel. Okay, irgendwas hängt hier. Gebirgsassi 69, danke fürs Prime Sub. Irgendwas ist da jetzt schief gelaufen, aber egal. Denn die Karte leckt da auch ein bisschen. The adversary is here. I will give you puzzle to complete during combat. Be quiet now! May the spirits hide me from the opposition. Yes? Ist das Scheu genannt? Ist es. Okay. Moving. Vielleicht nicht der Beste für diese Mission, weil er ein zu schlechter Schütze ist. Ja. It is a shame they will not be able to watch me move. To the chopper. Genau. Trying to be quiet. I will fall on them like a tree. So sichtbar ist, hätte ihn beinahe gesehen. Like a tree in the forest. 100% Trefferquote. Be quiet now. Ja. Wo ist Kalina? As silent as a spirit in the woods. I shall not make a noise. Dieses Gequäle zu Beginn immer anschaue, als ich noch keine Schalldämpfer hatte. Waffen modifizieren. Enemy, I mean. So sensationell wichtig. I will try to remain hidden. Be quiet now. Einer nicht geschafft. I shall not make a noise. As silent as a spirit in the woods. A good surprise shot from here. Silent as a spirit in the woods. My babusia taught me to walk this way.
I will fall on them like a tree in the forest! They will notice my magnificent physique, but it will be too late. Stand resolute! Geht ihn nicht. As silent as a spirit in the woods. Trying to be quiet. Denn solange er ihn nicht sieht, ist ja alles in Butter. Denn dass der den erschießen kann, glaube ich jetzt mal nicht. I shall not make a noise. Ready to, do stuff. Okay, Kalina ist wohl gespottet. You have a good shot. Aber nicht lange. Burn Hart, danke fürs Prime-Sub. Was bekommt man für die Spezialaufträge? Ich weiß nicht welche. Be quiet now! Aber die Nebenquests bringen immer irgendwelche Prämien. Frage ist halt immer, ob sie es wert sind. Aber generell, wenn das Spiel gut ist, mache ich gerne Nebenquests. Brauche nicht mal voll reinzuzählen, okay. I will fall on them like a tree in the forest. We must not forget that there are more enemies hiding. Alright. Schon wieder fast so einfach. Wenn man es so spielt. Im Versteckten. Hm? Und irgendwo hier hingehen. Oh, yes. We should gather the valuables. Hier oben war, glaube ich, einer. My approach will go unnoticed. My approach will go unnoticed. Going. Still undetected. Michael here. Okay. Yeah. Auto anheben, ready dafür to, brauchen wir Steroid. Do stuff. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Schlitzer, wer ist ein Schlitzer? Ready. Nee, ich mich gar nicht. Certainly. Going undercover. Yes? MD present. Hey, der ist nicht versteckt. I was never good at hide and seek. I am but a dream in a slumbering world. I will try to remain hidden, trying to be quiet. Ich will natürlich versuchen, alle versteckt zu halten, damit es so weitergeht wie bislang. I will try to become hard to see. I have spotted a thing that wants an investigate. Gangster. Okay. I will move silently. Hier oben werden noch welche sein und sonst noch? Weiß gar nicht. Gut möglich, dass das schon alle waren, außer denen da oben. Soll ich wahrscheinlich mal hier meine Leute heranbringen? Still undetected. Möglichkeit irgendwo, wo sie Deckung haben? I will fall on them like a tree in the forest! My approach will go unnoticed. May the spirits hide my footfalls. As silent as a spirit in the woods. Enemy sighted. They are small and girlish. Oh. I will sneak up like a tree falling in the forest. Wo hat er denn gegen? Okay. It is a shame they will not be able to watch me move. Zwei. Ich glaube, der löst Alarm aus, wenn er den anderen sieht. Wenn mir alles täuscht.
Weil da auf einmal, das ist das Traurige, dass man hier nicht koordinieren kann, wie in echt. Echt würde man denen sagen, wir zählen von drei runter. Und schießen dann. Be quiet now! Die so stehen bleiben, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass sie so auf sie zu schießen. I will sneak up like a tree falling in the forest. Such erst mal, ob ich die, die hier sind, identifizieren und dann ausschalten kann. Unnoticed. May the spirits hide my footfalls. My Babusia taught me to hunt this way. I shall not make a noise. Nein. The villain won't see this coming. I shall not make a noise. As silent as a spirit in the woods. My approach will go unnoticed. I am but a dream, a slumbering world. Glaube ich. My Babusia taught me to hunt this way. Tactical conflict, ne? Aber ich meine, wie das alte Problem bleibt, wenn ich zwei bis dreimal die Woche zwei Stunden spiele, werde ich eine Weile brauchen, bis ich nur die Spiele durch habe, die ich schon, die ich spielen will. Und dann ist noch das Traurige dazu, dass ich gerne mal wieder Älteres ausprobieren will. Wie gesagt, Stellaris reizt mich schon wieder seit einiger Zeit. Aber mal schauen. I shall not make a noise. Wenn sie die Vielfalt an Nahrungsmitteln... Nee, wahrscheinlich ist die nicht vergleichbar. Muss es auch logistisch sehen. In Deutschland hat man die Möglichkeit, im kompletten EU-Raum alles mit Eisenbahnen verbunden. Das heißt, die Vielfalt in praktisch jedem Bereich ist nahezu unendlich. Und dann kommt noch online hinzu. Wenn ich jetzt irgendeine spezielle Wurst will, die es nur in Spanien gibt, dann bestelle ich sie mir halt auf eBay oder Amazon. Das ist hier ohne weiteres nicht möglich. Also, nee, kann man nicht im Ansatz vergleichen. Da hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. Um einen der anderen Söldner auszustatten. I shall not make a noise. Hier ist keiner mehr. Interessant. Können Sie hier hochklettern? Nee. My Babusia taught me to hunt this way. May the spirits hide me from the opposition. I was never good at hide and seek. Moving. Yeah. All right. But I don't see how they won't spot my magnificent physique. It is a shame they will not be able to watch me move. I will fall on them like a tree in the forest. They will notice my magnificent physique. Wenn der Bandit dann auf mich zurennt, sollte ich doch besser hier irgendwie einen haben. Like this? Ready. Vielleicht hier noch einen. Quiet. There's some loot over there. I will try to remain hidden. Oh. Interessant. Ja, so theoretisch möglich, eine Doublette zu schießen. Decent chance, given they don't see me. What? Unaware target locked. Einfach. Any idea what those Legion assholes are doing out there in the mansion? Searching for a buried treasure. Really? What treasure? Your mom. Überwachung. Fuck you. Okay, okay, calm down. This
say the briefcase of the guy who owned this place is hidden somewhere. Chock full of money. I see. I wouldn't sleep there even for a briefcase. Schönen guten Abend. Of money. That place is haunted. By your mom? Die ist mit Lieferung Amazon. Ich muss entweder hier nach Panama die Post bestellen, wo es Monate dauert. Why do you think they came here? Go bother someone else. Oder ich schick's an einen Dienstleister in den USA, der es weiterleitet und fürs Gewicht für den Weitertransportgeld verlangt. Das heißt, mit irgendwelchen abgepackten Lebensmitteln ist das ein Stück weit realistisch, aber praktisch nur mit denen. Und dann kommt natürlich theoretisch noch Zoll und sowas hinzu und Exportbeschränkungen und so weiter. Okay. Hohe Chance auf Mitgeschicke. Zeitschriften. Okay, das ist gut. Wenn ich Geld übrig habe, sollte ich da wahrscheinlich wirklich welche kaufen. Das ist halt das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, wenn ich jetzt irgendeine Optik haben will für ein Gewehr, dann kann ich die bei Amazon bestellen oder online für 1100. Aber dann kommen noch Einfuhrbeschränkungen. Das heißt, ich würde mich de facto strafbar machen. Oder ich muss hoffen, es ist hier verfügbar und dann zahle ich halt 30% mehr, wenn es gut geht. Und das ist bei praktisch allem so. Und ich meine, man muss sich vorstellen, ich kriege hier noch nicht mal Pepsi Max. Pepsi mit Zucker gibt's, aber Pepsi Max gibt's nicht. Das ist so der Zustand der Logistik hier. Also es ist schon ein Stück weit herausfordernder. Was vermisse ich am meisten in Panama? Logistik. Ganz klar. Also es gibt ein paar Dinge, die stören mich. Logistik ist ein Riesenproblem. Wie die Leute Auto fahren, ist ein anderes. Und der fehlende Respekt vor der Zeit anderer Menschen. Das ist ein großes Problem, was ich hier habe. Weil es halt hier Teil des Umganges ist, einfach nicht pünktlich zu sein, nicht zu kommen, etc. Und das ist ein Stück weit anstrengend für mich. Und Logistik wäre, ich meine, wenn Logistik funktioniert, das ist natürlich eine Universalantwort. Dann kann man sicher halt alles bestellen. Yes. Aber in Deutschland hat man auch Dinge, die man im örtlichen Geschäft nicht findet. Do. Aber die bestellt man sich halt. Und das ist halt hier ein ganzes Stück schwieriger. I am in movement. Aber muss man halt mit leben, wenn man so einem Ort wohnt. Und das muss man halt mit einpreisen. Moving toward destination. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gruyère will, gibt's sogar. Aber der kostet halt. We have agreement. Für eine Packung Manchego zahle ich schon mal $40. Für 800 Gramm. Moving toward destination. Also, guter Käse ist teuer. Ist halt so. Genau, tranquilo. Tranquilo und mañana. I will go presently. Ja, das Problem, man muss sich Panama auch anschauen. Ich meine, im Süden gibt es keine Verbindung zu Kolumbien, da ist Dschungel. Und im Norden ist Costa Rica, aber das Land ist auch nicht viel größer und nicht viel reicher. Und es gibt keine Eisenbahn. Das heißt, von Costa Rica zur Stadt ist von Costa Rica zur Hauptstadt ist locker ein Tagesfahrt mit dem LKW. Und wie viel kommt dann da durch? Und dann ist der Markt überschaubar. Wie viele Menschen in Panama haben überhaupt Geld, um bestimmte Luxusartikel zu kaufen? Haben verfügbares Einkommen, das sie für sowas ausgeben können. Das sind halt Dinge, die man mitbedenken muss, wenn man über solche Sachen redet. Und das führt halt dann am Ende zu diesem Ergebnis. Aber wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile. Kein Land ist wirklich perfekt. Moving toward destination. Alle der Quarantäne der Welt gehen durch Panama, ja. Aber sie werden halt hier nicht ausgeladen. As of this moment. Wie es unmöglich sein kann, dass ich Pepsi Max bekomme, ist mir auch ein Rätsel. Ab und an gab es mal Flaschen. Das letzte Mal habe ich sie im März 2020 gesehen. Ich habe seit über 3 Jahren keinen Pepsi Max gesehen. Eine Handvoll mal in Dosen. Und da kostet die 0,3er Dose 90 Cent. Das heißt, das muss man wie ein Luxusartikel trinken und kann nicht einfach mal trinken. Welcome to the House of Blessed Spirit. And you. The spirit for the one, but it is not. Yes. But if you are.
I need to make payments to my good friend. He is... my flock. This is no secret. I will tell you. My friend Lally. I am no... Ich habe gerade keinen Diamant. Jetzt kann ich es ein bisschen teurer verkaufen. There has been... Please. What if he... Re- Once, I lost him. Walk in peace. So, jetzt kann ich die Leute hier trainieren. Vorräte. Brauche keine Heilung. Und Reparatur sollte ich auch nicht brauchen. Denke ich mal. Die, glaube ich, lasse ich jetzt mal für... für das zweite Team. Sollte wahrscheinlich mal das zweite Team reinschicken. Mit den... I guess we're going... We are in no sector. I hope there is something for dry throat here. Die Waffe hört sich schon verdammt gut an, muss ich sagen. Der AK bringt ihnen natürlich nicht viel, wenn sie keine Munition dafür haben. Ich glaube nicht, dass ich welche übrig habe. Nahkämpfer wahrscheinlich die perfekte Waffe. Moment. Soll Barry nehmen. Ich bin Waffenenthusiast. Das kann ich in der EU halt nicht so entspannt haben. Ich mag Schusswaffen. Als Hobby. Und das kann ich in Panama passabel ausleben. Das war mit einer der Gründe, hier zu sein. Ansonsten wären Malta und Zypern sicherlich attraktive Orte. Madeira fand ich auch wunderschön. Aber mich faszinieren Waffen und die sind ein Hobby von mir. Und das ist halt ein Hobby, was ich sehr gern habe. Nichts unbedingt jetzt, was für die Mehrheit der Deutschen unbedingt nachvollziehbar ist, aber so ist es halt. Ich mag sie halt nur mal. Kann ich auch nicht helfen. So. Söldner trainieren muss ich jetzt wahrscheinlich. Und zwar... Führungsqualität. Hier. Und ich muss vor allem Livewire und Igor trainieren. Aber wahrscheinlich auch Kalina. Braucht sonst noch irgendwer? Den Flay bin ich nicht am überlegen. Soll ich den dafür überhaupt trainieren? Ja, machen wir es auch noch so. Ja. Let's go. So wie es ich kann, hier bin ich nicht in der Werkstatt.
Geht zumindest gut mit der Ausbildung hoch voran, wie es aussieht. Heiliger Strohsack. Da kommt ein Angriffstrupp. Madeira ist so schön, ja. Sehr schön. Feuerwerk mögen viele Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass der Vorgänger dieses Spiels mit dafür verantwortlich ist. In Jagged Alliance 2, wenn man sich Doom anschaut, da gibt es die doppelläufige Schrotflinte und die Pistole und den Revolver. Aber das ist generisch. In Jagged Alliance 2 hatte man unterschiedliche Munitionstypen. Man hatte nicht nur ein Sturmgewehr, sondern man hatte 20 verschiedene. Zeitlich gesehen dürfte Jagged Alliance mit dafür verantwortlich sein, dass ich an Schusswaffen Interesse gewonnen habe. Denn wir hatten im Zuhause welche. Ich bin aus einer Jägerfamilie. Das heißt, eine Waffe zu sehen oder auch mal ein Gewehr anzufassen, war jetzt nichts, was für mich ein Ding der Unmöglichkeit war. Aber diese Faszination ist erst später gekommen. Ich glaube, dafür müsste Jagged Alliance 2 verantwortlich sein. Können ihr Hobby 99% nachvollziehen? Ich weiß es nicht. Nee, es gibt auch genügend, die können es nicht unbedingt nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich sehe das persönlich. Das ist ja kein Drama. Man muss mir ja nicht in allen Dingen zustimmen. Junge, das ist mal gutes Training. Wahnsinn. Dass ich das anschaue. Ding. So, soll ich jetzt das automatisch machen? Ich glaube, ich probiere mal automatisch. Artillerie verwenden. Oh. Okay. Das ist die eine Granate, die ich habe. Und die irgendwie. Oh, Livewire hat was abbekommen. Okay. Barry. Oh, na, okay. War vielleicht doch nicht so schlau, wenn ich mir anschaue, wie viele verletzt wurden. Okay, war vielleicht nicht so schlau, es automatisch zu machen. Und jetzt, glaube ich, lege ich doch mal. Kriegt die doch mal einer von denen. Igor. Müssen wir auch mal heilen, weil die Deppen sich ja alle haben verletzen lassen. War das jetzt? I really feel like this is something that belongs in a flea market and not to sound too judgmental, but I am allergic to flea markets. Okay. Okay. Warum auch nicht? So, wann laufen Verträge ab? Da habe ich hier Arbeitslose, habe ich, glaube ich, oder? Das Training. Sehr genau. Verletzung behandeln. Dr. Q und er. Ah, weil der Rest gerade arbeitet. Na gut. I'll get right on it. Ja, das wird's bringen. Wahnsinn, geht es hoch. Gehen die Werte hoch. Geld habe ich auch genug. Gerade jetzt langsam wird's ein bisschen besser. Jetzt darf nur das Militär nicht zu schnell kommen. So, ein Tag und 5 Tage. Kann ich die schon verlängern? Glaub nicht, oder? Hello. Doch, kann ich. You know Igor is great merc, but contract expiring soon. We must fix. Now. Immer der 6 Tage. Jetzt gleichmäßig. I am truly happy. Ich mag den, der verlangt noch nicht mal Geld. Er will nur gelegentlich mal den Gegner häuten dürfen. Das lässt sich ja einrichten. My contract is almost at. Very. I just remember. That. My contract is. Gildo Horn, danke für das Prime Sub.
Gibt es eigentlich Rückmeldungen, ob die in Deutschland ausgebildete Infanterie in der Ukraine was taugt? Habe ich keine separaten, aber man sollte erwarten, dass sowas taugt. Nicht nur aus Überlegenheitsgefühl, sondern wenn ich ein Jahr lang in Friedenszeiten bei der Bundeswehr trainiert wurde, dann sollte ich besser sein als jemand, der in 3 Monaten Schnellkurs in der Ukraine das schnell lernt. Also dies mögen, vielleicht sind sie etwas schlechter, als man es sich erhoffen würde oder irgend sowas, aber dass die besser als der durchschnittliche Ukrainer sind, sollte eigentlich klar sein. Grandpa. 25 und 39, das ist jetzt schon mal ein ganzes Stück besser. Okay, dann machen wir Verletzungen behandeln. Die hier, wie lange dauert das? 9 Stunden. Okay. Moment. Auch doch kein Mensch. Ja, das ist das. Und irgendwann 50% erreichen, okay. Immerhin nicht 0%. Honestly, I'm feeling much better. So. Glaube ich, mach mal nochmal ein Training. Denn was ich jetzt an Trainingszeit investiere. Was ich jetzt an Trainingszeit investiere, dürfte sich später in Zeitersparnis himmelweit auszahlen. Igor, Flay und Livewire. Und Alina auch noch für den Fall, dass ich irgendwo vor Ort trainiere. Starten. Ich könnte mir den. Aber ich glaube, ich mache gleich noch ein Training. Ach, man kann nur eins. Ja, kann man anscheinend nur. Ich dachte, ich könnte jetzt noch ein zweites Team mit was anderem trainieren. Naja. Man hat, kann nicht alles haben. Mach immer 14 Tage ist billiger, ja. Sollte ich machen. Vier bis fünf Wochen, aber da sollte man erwarten, dass das nicht das gesamte Training ist. Sondern die 4 bis 5 Wochen haben sie dann irgendwelche Sonderfertigkeiten gelernt. Wie man mit diesem oder jenem Waffensystem umgeht. Okay. 37. Ja, das sind jetzt schon mal andere Werte. Soll man nochmal einen Trainingszyklus machen? Bin versucht. Was soll's? Machen wir einfach nochmal einen. Dann können wir diesmal noch mehr trainieren lassen, wenn ich sonst nicht viel zu tun habe. Alina auf jeden Fall wieder. Wirklich Sinn ergibt es nicht, die zu trainieren. Gibt es noch was zu reparieren? Ich glaube nicht. Nee. Ich könnte jetzt schon Milizausbildung beginnen, aber ich habe hier die ganzen... Die gut sind, die können es nicht, weil sie gerade trainieren. Also glaube ich, lasse ich den Rest einfach nichts machen. Die abzufangen wäre natürlich nett. I just seem to have a knack for learning new things. What can I tell you? Ja, jetzt dürft's langsam besser werden. So, jetzt schauen wir mal. Milizausbildung. Livewire. Und Flay. Einen Tag. So. Mann. Gute Nacht. Was haben wir jetzt wieder für ein mieses Wetter?
Nebel oder sowas. Ich glaube, ich ziehe mich zurück. The journey is done. Ja, Nebel da. What is your wish? Ich wüsste, wann der Nebel zu endet. Besser als Sturm. Nebel stand im Lagebild? Wo? Kann ich hier irgendwo erkennen, ob Nebel ist, wenn ich ankomme? Ich sehe es nämlich nicht. Ich sehe es nur im wenn es reingeht. Nacht besser. Ja, Nacht ist besser. Ich will Nebel und Sandsturm sorgen dafür, dass ich ständig nur Streifschüsse habe. Das bedeutet, für verdecktes Killen, wo ich volle Treffer brauche, wird extrem viel schwerer. Das heißt, ich muss ein normales Gefecht führen. Und ich würde am liebsten wieder einfach versteckt einen nach dem anderen ausschalten. Und das geht eben nur, wenn ich es mit der gesamten... Wenn ich mit voller Kraft gegen die vorgehen kann. Okay, dann warten wir einfach mal noch mal ein bisschen, vermute ich mal. I should be killing Buckhead instead of being stuck with this. Kann ich hier sehen, was ist? Nee. Nacht, klar.